Magen. Wunderschönen guten Morgen. Im Hotel hat es eben lecker Frühstück gegeben. Dann war ich noch schnell eine Mountainbike-Tour auf dem Vulkan hoch buchen, allerdings für morgen, nicht für heute. Und dann wollte ich eigentlich noch ganz kurz schauen, ob ich mir wieder irgendwo einen Roller leihen kann. Aber ich glaube, diesmal bleibt es beim Mountainbike. Ganz einfach, weil ich möchte mir den Stress nicht antun, hier in der Ortschaft zu fahren. Und ich habe gesehen, es gibt hier keine Küstenstrecke, also keine Straße, die irgendwie direkt an der Küste entlang läuft, sondern interessanterweise gehen hier diese Bergausläufer immer direkt bis runter zur Küste. Also so wie wir sie hier zum Teil auch sehen. Und dazwischen rein ist die Ortschaft gebaut. Das heißt, man kann nicht irgendwie so am Strand entlang fahren. Und dann hat mir einer gesagt, dass die verwinkelten Ecken, wie wir sie hier unten haben, was ich gestern und heute jetzt schon so ein bisschen erkundet habe, so sieht die ganze Stadt aus. No? Ergo werde ich da definitiv nicht mit dem Roller oder mit dem Motorrad rumcruisen und über die Autobahn will ich auch nicht. Dann ist ein riesengroßes Naturschutzgebiet oben und da darf man leider mit dem Motorrad auch nicht rein. Ja, so schaut's aus. So, Rucksack habe ich wieder gepackt und jetzt werde ich einfach mal gucken, wie weit zumindest der Fußweg hier geht. Übrigens auch beim Fahrradfahren, man könnte sich auch ein E-Bike leihen, die Frau Freischnauze irgendwie fahren, aber auch das ist nicht ganz einfach, weil es zu Strafen bis 650 Euro gibt, wenn man die offiziellen Wege verlässt und das möchte ich nicht so ganz riskieren. Und die ganzen Fußgängerwege sind auch verboten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Schilder verstehen würde. Also es gibt hier auch etliche Schilder, die sind einfach nur auf Spanisch beschrieben. Nicht, dass ich da was falsch mache, ohne dass ich es eigentlich will. Mal gucken. Ui, selbst das Wandern ist hier ein ganz klein bisschen anstrengend immer wieder. Weil es so unglaublich viele Treppen gibt. Aber die Strände mit dem schwarzen Strand und die schwarzen Steine schauen absolut super aus. Schauen super aus. Gebt euch das mal. Jetzt bin ich mal richtig froh, dass ich eine leichte Kamera dabei habe. Schwere Spiegelreflex. Ich hatte es ja schon in Hand, ob ich sie mitnehme. Aber wie die ganze Zeit mit ausgestreckten Armen auch noch halten, das wäre gar nicht meins gewesen. Das Einzige, was schade ist, ich habe noch ein Objektiv bestellt. Da sind wir rechtzeitig gekommen, das wäre schon Lichtstand gewesen für Nachtaufnahmen, nämlich ein 1,4er von Sigma. Aber hilft nicht, nicht da ist nicht da. Immer wenn man meint, hier geht es irgendwo nicht weiter, dann ist am Ende von der Gasse irgend so ein schöner kleiner Aussichtsfleck oder ähnliches, wo ich gerade ein paar echt geile Langzeitbelichtungsaufnahmen gemacht habe. Extrem geil, dass ich daran gedacht habe, dass ich einen ND-Filter mitnehme. Ohne, glaube ich, wäre es halt relativ schwer zu fotografieren. Übrigens, das, was alles hier so süß ist, habe ich eben nachgefragt, ist tatsächlich Wüstensand. Und zwar bringt wohl ab und zu der Wind aus dem benachbarten Kontinent Wüstensand mit hierher. Und ist nicht immer so, ist nicht das ganze Jahr, ist nur immer mal wieder so für ein paar Tage. Und jetzt momentan haben wir wohl gerade welche. Und der Wüstensand ist das, was die Luft so eintrübt beim Fotografieren. Deswegen sind gestern auch die ganzen Aufnahmen so schön gelblich geworden. Coole Sache eigentlich. So, langsam füllt sich die ganze Strandpromenade mit Leben. Es wird immer mehr los auf der Straße und die Sonne steht jetzt auch schon richtig an. Ich glaube, die 24 Grad, die es angezeigt hat, die kriegen wir heute auch tatsächlich. Da habe ich wenig Zweifel dran. Aber wenn das bisschen Schweiß der Preis dafür ist, dass ich nicht im
Schnee im Zittern ist, dann bin ich bereit, den zu zeigen.